Herzlich willkommen hier zu einem neuen Basketball-Video. Wir geben gleich Gas, denn wir haben auch nur drei Spiele und da schauen wir mal, ob wir die richtigen Tipps rausbekommen. Ich fange mal mit den zwei Top-Spielen an, denn da haben wir wirklich zwei Leckerbissen, auf die ich beide wahrscheinlich eher nicht wetten werde. Und zwar sind das die Portland Trail Blazers gegen die Houston Rockets. Hier spielen zwei Teams, die ich am Anfang der Saison anders eingeschätzt hätte. Ich dachte schon, dass es mit Houston ungefähr so weitergehen würde wie das letzte Jahr. Aber momentan mache ich mir wirklich ein bisschen eher Sorgen, ob das überhaupt was mit Top 5, Top 6 oder gar den Playoffs wird. Denn das Spiel, was ich gegen Dallas gesehen habe, da habe ich mir schon überlegt, okay, es sieht so ein bisschen aus, als würden die Jungs am Limit spielen. Und bis auf Harden und mit Abstrichen Chris Paul und Clint Capella ist da gar nichts. Und ich hoffe für Houston-Fans, dass die noch irgendwie das Ruder rumreißen. Wird aber auf jeden Fall spannend. Jetzt kommen die Portland Trailblazers, die übrigens das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gewonnen haben mit 104-85. Haben auch zwei Siege im Gepäck, allerdings zwei Heimspiele gegen die Timberwolves und die Suns. Hingegen kommen Houston von einer 3 Niederlagen in Folge und zwar auch nicht mit wirklich viel Punkten. Wenn wir uns das andere Spiel anschauen, also das erste dieser Serie, auch da hatten wir schon unter 200 Punkte und jetzt haben sie in den letzten Spielen auch nicht so wirklich viel gescored. Hier sehe ich eventuell die Möglichkeit, dass ich unter 220 Punkte gehe. Finde ich am interessantesten und das werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Vielleicht bin ich sogar noch so ein bisschen pussyhaft und je nachdem, bei welchem Anbieter man wettet, vielleicht gehe ich auf so eine Quote, wo ich für das Under eine 1,4, 1,5 bekomme und kombiniere das mit einem einfachen Rocket-Sieg, denn die Clippers sind auch bisher ein tolles Team. Die hatten, glaube ich, eine Quote, dass sie die Playoffs erreichen von 5,5 oder so. Also die wurden von den Buchmachern, aber auch von mir, komplett falsch eingeschätzt. Und dieses Team macht vor allem Spaß. Tobias Harris, cooler Spieler, 50% Trefferquote, ist einfach stark. Dazu noch 8,4 Rebounds. Lou Williams, guter Point Guard von der Bank oder Shooting Guard, auf jeden Fall Shooter. Und insgesamt muss ich aber sagen, glaube ich, dass erstens Toronto nicht zu Unrecht Erster in der Tabelle ist und zweitens müsste das Matchup denen mehr liegen, denn wer soll Kawhi Leonard stoppen? Auch die großen Spieler der Raptors sind deutlich beweglicher und agiler. Ibaka, Valanciunas, OJ Anunoby, Siakam, also die müssten den Kollegen aus LA ganz schön einheizen können. Ich sehe auch meinen Lieblingsspieler von den Clippers nicht so viele Minuten in diesem Spiel haben, denn er ist ja sehr abhängig vom gegnerischen Team. Die Rede ist natürlich von Boban Marjanovic, der, glaube ich, erste Spieler, der einen Fadeaway Dunking getroffen hat. Kawhi Leonard vor seinen ganzen Trade-Gerüchten, als er noch bei San Antonio unter Vertrag stand, wurde viel mit Los Angeles in Verbindung gebracht, und zwar mit beiden LA-Teams, mehr sogar mit den Clippers als mit den Lakers. Und von daher erwarte ich bei dem Kollegen auch ein gutes Spiel. 30 Punkte oder so sollten schon drin sein, was zudem noch für Toronto spricht. Die Clippers haben zwar Moral bewiesen letzte Nacht, mussten allerdings spielen, während Toronto spielfrei hatte und sie durften noch ein paar extra Minuten abbrennen und zwar bei dem Overtime-Sieg gegen die Suns. Und die Suns sind auch mein Tipp des Tages. Allerdings setzen wir natürlich auf die Spurs. Die reine Siegquote bringt wahrscheinlich so 1,1, wenn überhaupt. Allerdings finde ich den Spread sehr, sehr interessant. Jetzt überlegen wir uns einmal kurz, was spricht für die Suns plus 12,5 Punkte. Nichts. Devin Booker verletzt, TJ Warren verletzt, Ayton spielt bisher eine solide Saison, aber ich sag gleich, warum ich glaube, dass er in diesem Spiel verkacken wird. Und dann haben wir noch Trevor Ariza,
der Spieler, der den höchsten Trade-Wert hat auf Seiten von Phoenix, denn die werden keinen ihrer jungen Garde abgeben, aber Ariza wird mit dem ein oder anderen Playoff-Contender in Verbindung gebracht, vor allem auch mit Los Angeles, und von daher glaube ich, dass der nicht mehr lang im Trikot der Suns auflaufen wird, und die werden sich dann auch überlegen, ob sie ihm viele Minuten geben und wirklich hardcore einsetzen, denn das steigert ja so ein bisschen das Verletzungsrisiko. Und ohne Gegenwert möchte Phoenix den bestimmt nicht loswerden. Die letzten 5 Spiele hat Phoenix verloren. Gestern war besonders bitter, denn es ging in die Overtime gegen die Clippers, und zwar, ich glaube, 3 Minuten oder 4 Minuten vor Schluss war Phoenix noch mit ein paar Punkten in Führung. Lass mich nicht lügen, aber es könnte 104 zu 95 oder so gewesen sein. Also gar nicht mal so wenig. 5 Punkte waren es, glaube ich, Minimum. Schon wieder vergessen, Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Und das stärkt auch nicht unbedingt die Moral. Dann, wie gesagt, die Verletzungsmisere. Und ohne Booker fehlt dem Team einfach ein zuverlässiger Scorer. Wir haben hier nicht nur diese 5 Niederlagen, sondern, wenn ihr euch auch mal anschaut, wir haben hier seit dem 2. Dezember, das sind jetzt 9 Tage, nehmen wir heute noch dazu, dann haben die innerhalb von 9 bzw. 10 Tagen 6 Spiele gehabt, und das ist auch für Ayton, der Rookie der Suns, was ganz was Neues, und deshalb erwarte ich, dass der extrem müde ist, und auch wenn die Spurs gleich am Anfang zeigen, dass sie dieses Spiel nicht unterschätzen, und so schätze ich wiederum Popovic ein, dass er das genauso sieht und seine Mannschaft richtig einstellt, das heißt, wenn die von Anfang an auf die Tube drücken, dann glaube ich, dass der Knoten ganz schnell geplatzt ist das passt jetzt nicht so richtig, dass halt die Suns relativ schnell aufgeben und die Spurs nicht vom Gas gehen. Die werden vielleicht ihren Topscorer ein bisschen schonen dann, DeRozan, die werden Aldridge vielleicht nicht so viel einsetzen, aber dafür erwarte ich dann wiederum mehr Punkte von Patty Mills und auch von Bryn Forbes. Hoffentlich auch von Jakob Poeltl, aber vor allem diese beiden Guards, die beiden Point Guards eigentlich, von denen erwarte ich ein paar Punkte und dass die dann Gas geben und das Ganze zu einem hohen Sieg führen. Es gab 2 Spiele übrigens bisher, und zwar das erste haben die Spurs 120-90 gewonnen und das zweite haben die Spurs 120-90 und das zweite Spiel hat tatsächlich Phoenix gewonnen. Das glaube ich diesmal nicht, dass das passieren wird. Mein Tipp ist wirklich, und das ist auch sowas wie Faxe Bookie, dass die Spurs mit 15, 16 Punkten Minimum gewinnen werden. 12,5 ist absolut das Mindeste aus meiner Sicht, deshalb fühle ich mich da sehr, sehr wohl. Und ein Under 100 Punkte sehe ich bei Phoenix auch. Ist natürlich jetzt ein bisschen fraglich, ob die Spurs dann so viel Defense spielen werden. Aber mein Tipp, so eine Art Faxe-Bookie, ist Spurs minus 12,5. Ist für mich eine Max-Bet. Und vielleicht bitte nicht nachspielen. Also zumindest nur mit dem Betrag, den ihr verkraften könnt. Also ich möchte hier keinen ermutigen, einfach mal zu viel zu setzen. Ich persönlich werde aber trotzdem wahrscheinlich so bei meinem Bookie vielleicht 2, 3, 4 Punkte dazu kaufen und habe dann eine 2-Komma-Quote. Und das waren die 3 Spiele. Bald gibt es hoffentlich wieder mehr Content, beziehungsweise es liegt ja in unserem Rahmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wahrscheinlich auch gleich mit Liverpool etc. und dann eine erfolgreiche NBA-Nacht für alle, die mitgehen oder noch bessere Tipps haben. Bis dann!